Jetzt für diejenigen, die so ein bisschen eingerostet sind vom Fernseher, jetzt wird es richtig lebendig. Ja, jetzt wird es vor allen Dingen richtig spannend, denn wir werden jetzt erfahren, wie sich das anfühlt, wenn man mit einem quasi Mann, der nicht der eigene ist, im Keller ist, mehrmals die Woche und dann an einer Stange hängt unter anderem und ächzt und stöhnt und wie dann auch die Nachbarn reagieren, wenn man dann ganz verschwitzt nachdem diese Geräusche aus dem Keller kamen, sagt, schau, noch einen Geldschein vielleicht in die Hand drückt und dann geht der junge Mann. Denn Frauke Ludowig ist da und hat ihren Personal Trainer mitgebracht, Jörn Gisberg. Herzlich willkommen. Hallo. So, was macht ihr im Keller? Jetzt wollen wir es wissen. Schweres Eisen stemmen, ne? Genau. Und manchmal stöhne ich auch dabei. Und wie oft passiert das? Und manchmal das? Kommt mein eigener Mann dann auch runter. Und guckt, was ihr so macht. Und guckt, was wir machen. Und im besten Fall bringt er uns einen Kaffee. Im schlechtesten Fall sagt er, sei nicht so laut. Okay. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Das ist ewig her. Ich glaube, bestimmt fast 20 Jahre. Und als Student habe ich als Kabelhilfe gearbeitet. Genau. Die klassische Nummer Kabelhilfe bei RTL. Jetzt ist richtig was aus ihm geworden. Also du warst gar kein Fitnesstrainer, sondern du warst eigentlich Kabelhilfe und bist nein, dann... Nein. Ich habe ja sogar zweimal Sport studiert, einmal in der CDR und einmal in Köln an der Sporthochschule. Aber während des Studiums muss man halt auch ein bisschen über die Runden kommen, ja. Und das war eine gute Möglichkeit, da konnte ich währenddessen auch arbeiten am Laptop und so. Judith, du weißt, was er damals gesagt hat zu mir? Er guckte mich an und sagte, du weißt, eigentlich bist du eine ganz gute Kirsche, aber ein bisschen was kann man noch machen. Und ich so, wie jetzt? Ja, da kann man noch ein bisschen was optimieren bei dir. Und ich kann das. Und da habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das. Das war aber eine steile Vorlage beim ersten Satz, oder? Das war so zum Thema Anmachsprüche, ja, Smalltalk im Studio, Smalltalk im Studio. Ja, und Frauke ging damals noch davon aus, dass man dann halt immer diese klassische Vorstellung, dass man durch den Wald joggt oder sowas. Ja, und da habe ich gesagt, nein, Frauke, du musst ans Eisen. Gerade auch für so Schwerpunkte, die man so sieht. Ans Eisen, oder Gewichte stemmen. Ja, Hanteltraining. So das waren auch Fachbegriffe für dich damals wahrscheinlich. Schon ein Fachbegriff, genau. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich bin nämlich ehrlich gesagt überhaupt keine Sportskanone. Ja, es gibt ja so Menschen, die sagen, ich muss einmal am Tag Sport machen, sonst bin ich total unglücklich. Das ist bei mir anders. Ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich aufs Sofa setzen. Und dann hat Jörn mich wirklich damit überzeugt, dass er gesagt hat, du brauchst gar nicht viel zu machen. Das geht auch mit einem geringen Aufwand. Und das fand ich dann irgendwie interessant. Dann habe ich irgendwie angefangen, habe auch sofort gemerkt, dass es was bringt. Habe dann sogar über meine beiden Schwangerschaften weitergemacht. Und irgendwie war das ganz gut. Wir hatten auch zwischendurch mal Pausen. Also wenn ich zum Beispiel ganz viel arbeite. Als du gebärt hast, hast du mal eine kurze Pause gemacht. Nein, nicht nur so. Auch, es gibt durchaus auch lange Arbeitsstrecken. Wir trainieren ja immer morgens ganz früh. Und dann gucke ich mir meinen Flugplan. Puh, ich muss schon um 8 fliegen, ich kann Jörn absagen. Das habe ich dir noch nie gesagt. Manchmal ist das auch so. Manchmal bin ich auch froh, wenn er nicht kommt. Weil wenn er klingelt, wenn er vor der Tür steht, dann kann ich ja auch nicht aufmachen. Das geht ja nicht. Also es ist schon ein gewisser Zwang da, ihn dann zu öffnen und dann mit ihm zu trainieren. Das ist natürlich auch der Grund, warum viele einen Personal Trainer haben. Ne? Weil sie sagen, ich kann mich alleine nicht überwinden. Dann steht er da, dann muss ich es auch bezahlen. Wenn ich absage, dann mache ich es lieber mal. Weil ich glaube, ganz günstig ist es auch nicht. Ne? Oder mit einem Personal Trainer? Also was sind da so die Sätze? Also der Bundesverband hat so einen Wert, der liegt so zwischen 50 und 120 Euro pro Stunde. Stramer Wert. Okay. Das ist schon ein bisschen mehr als üblich im Fitnessstudio. Ja. Und wie gesagt, dieses einen Termin haben ist natürlich wichtig, aber ich denke mal, das Know-how des Trainers ist das Wichtigere. Mhm. Also zu wissen, was man tut und auch dann keine Zeit zu verschwenden. Ja. Jörn bietet das Ganze auch online an, das finde ich immer auch gut, weil wenn ich mal weg bin, kann ich ihm zumindest sagen, du, ich gucke mir das dann an und kann das dann nachtrainieren. Dann ruft er mich manchmal an oder schreibt mir eine WhatsApp und fragt, machst du das auch? Und dann sage ich natürlich ja. Mhm. Aber ich sage dann schon immer ja. Aber dann ist der Effekt natürlich weg, ne? Also wenn es da so ein Online-Angebot gibt, also ich war auch schon mehrere Jahre Mitglied in irgendeinem Fitnessstudio, wo ich Karteileiche war, wie viele andere. Ich glaube, 2 Millionen von 7 Millionen sind Karteileichen, ne? Fitness, die Damen nicken alle. Der Prozentsatz scheint etwas größer zu sein in Bremen. Man kann also quatschen und was trinken und dann geht man wieder nach Hause. Ja, ich bin da gar nicht hingegangen, ich habe nur bezahlt. Also hält hier bei mir immer 4 Wochen und dann war ich Bauch, Beine, Po. Und dann bin ich da nicht mehr hingegangen, weil ich mich nicht mehr motivieren konnte. Ich glaube, das liegt aber daran, und das kann Jörn natürlich viel besser erklären. Ich habe das natürlich genauso durchgemacht. Ich glaube, es gibt keine Frau, die das nicht durchgemacht hat. Ich glaube, es liegt daran, dass du nichts merkst. Also es verändert sich ja nichts. Und wir haben relativ effektiv schon angefangen. Und das
ist dann schon so ein innerer, gar kein Druck, sondern so eine innere Aufforderung. Hey, ich mache jetzt mal wieder was. Ich weiß noch, ich bin damals bei der ersten Trainingsstunde, da hatte Jörn noch so ein kleines Studio, bin ich da raus. Ich kam die Treppe nicht mehr runter, weil meine Beine so schmerzten. Muskelkater. Ja, das war in dem Moment sofort der Effekt. Und das war dann irgendwie auch gut. Gutes Gefühl. Aber wir haben uns natürlich gefragt, auch im Vorfeld, Personal Trainer, ich meine, das ist toll, du bist Fernsehmoderatorin, ja, du arbeitest mit den Stars, viele Stars haben auch Personal Trainer, aber wahrscheinlich können sich viele Zuschauerinnen, die jetzt zugucken, die dann auch sagen, ich würde eigentlich gern was machen und ich habe auch einen Scheunehund und da wird mir vielleicht der Personal Trainer helfen, das einfach nicht leisten. Deswegen haben wir gedacht, dass du vielleicht, oder dass sie vielleicht ein paar Tipps geben für unsere, ja, gut, also ich sage jetzt du, dass du uns vielleicht ein paar Tipps gibst, ja, gerne. Also uns allen, was man vielleicht machen kann, wenn man eben diese 50 bis 120 Euro nicht unbedingt zur Verfügung hat, aber trotzdem sagt, ich möchte gerne was machen. Also womit fängst du dann mal an, wenn man jetzt sagt, ich will einsteigen in diese ganze Nummer? Also auf jeden Fall sollte man die Entscheidung treffen. Will ich jetzt was oder will ich es nicht? Ja, das ist die Voraussetzung. Und dann muss man natürlich wissen, wie man es tut. Und ich schwöre also, meine Spezialität ist also im Bereich Figurtraining, Abnehmen, Muskelaufbau. Und ich setze halt auf Kraftsport, ja, also Hanteln am besten. Und damit kann man also mit relativ wenig Aufwand etwas reißen. Das heißt, über die Muskelmasse kann man den Stoffwechsel beschleunigen und braucht dann nicht jeden Tag trainieren zu gehen, sondern zweimal die Woche, manchmal auch einmal. Und da würde ich eher empfehlen, also auch zu Grundübungen, wie die klassischen Kniebeuge zum Beispiel, ja, kennt jeder. Allerdings natürlich mit einer Hantel auf dem Rücken oder auch mit zwei Kurzhanteln. Okay, könnt ihr uns vielleicht was zeigen? Also wir hätten sogar eine Klimmzugstange aufgebaut, weil ich weiß, dass du zu den... Nur wenn du mitmachst, Judith, wir zeigen dir das. Ist das eine gute Idee? Aber ich habe gehört, dass man das nicht kann, wenn man das nicht geübt hat, weil das sauschwer ist, ein Klimmzug. Männer können das und Frauen sollen das angeblich nicht können. Es gibt auch eine Menge Männer, die es nicht schaffen, aber für Frauen ist es fast unmöglich. Ja? Und, aber mit Frauke machen wir also auch regelmäßig Übungen. Okay, aber wir könnten mal zwei, drei Vorübungen vielleicht mal zeigen, die jeder machen kann. Ja. Mit Schuhen oder ohne Schuhe? Mach ruhig mit. Du meinst, ich komme sonst nicht an die Stange. Sollen Judith und ich uns da jetzt ranhängen? Also Giovanni hat mir vorhin erzählt, dass er, ich glaube, 120 Liegestütze schafft oder so. Es war eine wahnsinnig hohe dreistellige Zahl. Siehst du, wir können 2x35, auch das gerne ne? 2x35 kriege ich vielleicht. Ja, hin. Wahnsinn. Also es geht vielleicht. Und wie viele von diesen hier? Drei, ne? Schaffst du? Nein, mehr. Ja. Wir müssen ihn gleich holen. Was war noch mal die Zahl mit den Klimmzügen? Ich glaube, 1897 habe ich 5 geschafft. Ah. Guck mal. Wie geht's? Guck mal, wir kommen auf jeden Fall ran. Also ich würde empfehlen. Einhändig. Am kleinen Finger. Ja. Es gibt ja jetzt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ja? Ich würde mal empfehlen, um das mal zu zeigen, dass ihr vielleicht euch mal beide in dem Untergriff... Nein, nicht zugucken. Mach mal schön mit hier. Oh Mann, also ihr packt beide mal von unten die Stange. Ja. Ja. Und geht mal auf die Zehenspitzen. Ja, ich habe hohe Schuhe an. Genau, das geht nicht. Ja. Das okay, dann jumpt ihr so ein kleines bisschen hoch, dass ihr die Arme ungefähr im rechten Winkel halten könnt und haltet euch da mal 1, 2, 3 Sekunden. Also ihr müsst ein bisschen höher als jetzt. Wir rutschen wahrscheinlich ab. Sodass hier ein rechter Winkel ungefähr wäre. Ja? Genau. Okay. Also so. Genau, so wie Frauke zeigt. Ja? Sehr gut, nicht so hoch. Jawohl. Gut, reicht. Pause. Reicht. Das war sehr gut. Aber man merkt es sofort im Arm. Ich muss auch sagen, das fängt an zu zittern sofort. Ja, ne? Ich hasse diese Übung, weil ich finde, diese Übung ist psychologisch schwierig. Also alle anderen Übungen sind für mich einfacher, weil hier ist es so, wenn ich das nicht schaffe, dann gucke ich ihn an und denke, scheiße, hab versagt. Ja, also das ist, wenn man, weil es gibt wirklich manchmal die Tage, auch wenn man sehr erschöpft ist, dann komme ich da nicht so hoch. Oder der Jörn sagt, oh, du hast gestern viel gegessen, du hast dann mehr Eigengewicht, das ist wirklich fast dran. Im Ernst? Ja. In der DDR gab es früher, ich komme ja aus der DDR, gab es diese Wettkämpfe, stärkster Schüler, stärkster Student. Und also das ist eine hervorragende Übung wirklich, Klimmzüge. Und da kann man wirklich viele Muskelgruppen erreichen und muss nicht 20 Übungen machen, a 15 Wiederholungen, weil das stinkt langweilig ist, sondern hier bringt man es auf den Punkt. Es reicht, wir können es wieder setzen. Oh Gott, ich sage dir, ich bin ganz froh, dass ich das nicht nochmal machen muss, weil ein zweites Mal hätte ich auf keinen Fall aber geschafft. Respekt, nicht schlecht. Und weißt du, das fand ich damals auch klasse an ihm. Er hat gesagt, du, ich komme aus der DDR. Da gab es überhaupt keine Fitnessstudios. Korrigieren mich, wenn ich was falsch sage. Aber da hat er mich immer auf irgendwelche Spielplätze geschleppt. Und dann haben wir, da gibt es ja meist so eine Stange oder irgendwas. Und dann haben wir echt auf Spielplätzen haben wir unsere Übungen gemacht. Oder in Köln musste ich immer das
Uni-Wohnheim hoch und runter laufen, weil er gesagt hat, das ist gut für den Hintern, die Treppen zu steigen. 27 Stockwerke. So, das, musste ich tatsächlich 27 Stockwerke nach oben gescheucht und wieder runter. Ja, und warum tust du dir das an? Ich meine, ich fand das jetzt auch ganz nett, das mal so auszuprobieren, aber ob ich das jetzt so dreimal die Woche mich da oder zweimal motivieren könnte? Weil es effektiv ist. Ich habe eben ganz, das geht dir wahrscheinlich genauso, man hat nicht viel Zeit, aber irgendwie ist es ja schon auch doof, jetzt so gar nichts zu machen. Möchte ich irgendwie auch nicht. Und dieses zweimal morgens, wir treffen uns dann relativ früh. Eine Zeit lang war das immer morgens um 6. Jetzt schaffe ich das auch manchmal um 8, wenn die Kinder zur Schule sind, noch schnell eine halbe Stunde und dann gehe ich zur Arbeit. Aber dann ist irgendwie der Tag auch gut losgegangen. Und machst du das einfach, weil du sagst, ich will Sport machen, oder machst du das auch, weil du beim Fernsehen arbeitest, weil es einen gewissen Druck gibt, gut auszusehen, schlank zu sein? Ihr berichtet ja auch bei Exklusiv immer drüber, fragt die Schauspieler auch diese Frage, ne? Wie ist der Druck, wie sieht das aus? Also würdest du es auch machen, dich so kasteien, wenn du diesen Job nicht hättest? Wenn ich nicht beim Fernsehen wäre, dann würde ich, glaube ich, doch öfter auch mal Jogginghosen tragen. Das Thema hatten wir ja eben schon. Okay. Ich finde das schon auch sehr herrlich, sich mal so ein bisschen gehen zu lassen. Aber ich glaube, ich mache das nicht wegen des Fernsehens. Ich habe ja auch zwei noch recht kleine Kinder, 9 und 11. Du, die scheuchen mich auch, also da muss ich auch mithalten können. Die finden, ich glaube, die fänden das auch doof, wenn das nicht mehr so wäre. Aber es ist irgendwie, ja, nun weiß ich nicht, wie es wäre, wenn ich nicht beim Fernsehen bin. Ich bin da ja nun. Und tatsächlich gehört ja dann auch zumindest vor der Kamera vielleicht auch eine gewisse Eitelkeit dazu, die man ja dann, wenn die Kamera aus ist, ganz schnell wieder begraben kann. Du hast ja gerade Geburtstag gehabt. Ja. Ne? Wir sind, glaube ich, beide Steinbock. Du hast am 10. Januar gehabt. Darf ich sagen, wie alt du geworden bist? Ja, gehst du da offen mit um? Ja, ganz. 51. Mhm. Und ungefähr zur gleichen Zeit ging eine Meldung durch die Presse, wo ich gesagt habe, ups, da stand dann drin, dass Lena Gerke, irgendwie das Topmodel, dass die für Exklusiv gecastet wurde oder so. Denkt da jetzt einer über Ablösung nach bei dir? Also die Geschichte mit Lena Gerke, die stimmt nicht. Die hat ja nun auch einen guten Job und ist eine tolle Frau. Ich finde, die macht das super. Aber tatsächlich ist es so, dass wir casten. Wir casten aber jemanden, der mich vertritt, wenn ich nicht da bin. Mein Moderationspartner Kena Amor und ich, wir sind beide ja sehr eingespannt, auch hinter der Kamera. Du bist auch die Redaktionsleiterin. Ich leite die Redaktion. Und es ist ehrlich gesagt auch mal mein Wunsch gewesen, wir brauchen da noch jemanden, der einfach verfügbar ist. Weil bei mir ist es teilweise wirklich auch ein Druck, dass ich sage, ich muss jeden Tag da sein und ich habe 6 Tage die Woche Sendung. Das heißt, ich bin auch sonntags in der Redaktion. Es ist schon sehr, sehr viel. Aber natürlich ist das auch, es ist, glaube ich, keine Altersfrage. Es geht auch gar nicht um eine Ablösung. Es geht tatsächlich um eine Vertretung. Die soll aber tatsächlich auch weiblich sein, weil es gibt ja Kena, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin. Und da bin ich froh, dass ich den als männlichen Part im Team habe. Aber natürlich muss auch ein Sender wie RTL daran denken, wir bauen jetzt eine starke zweite Reihe auf. Also es gibt ja die Moderatoren, die, glaube ich, auch jeder hier kennt. Peter Klöppel, Birgit Schrowange, Katja Burkhardt. Also eine sehr präsente erste Reihe. Aber natürlich gehört es auch dazu, jemanden aufzubauen, weil ich glaube, RTL finde das jetzt auch so ein bisschen komisch, wenn wir alle sagen würden, wir sitzen ja auch noch mit 70. Also irgendwann muss man natürlich auch mal Leute nachkommen lassen. Also wir hätten da eine Idee, weil sich jemand unter uns befindet heute als Gast, der sich schon teilweise am roten Teppich verlustiert hat. Du? Es ist, nein, es ist ein Mann. Aha. Jetzt sucht ihr eine Frau, aber vielleicht lässt du dich noch mal beknien, wenn du gesehen hast, was der Mann am roten Teppich leistet. Ich sage erstmal Dankeschön an euch beide für dieses Gespräch über Sport und Fitness.